Ja, bleibt gegrüßt und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier einen Tank aus einem Schlachtniva. Das ist die neuere Ausführung mit der geänderten Tankentlüftung. Die werde ich heute Morgen nicht brauchen, den will ich mal beiseite legen. Vielleicht kommt mal irgendwer oder ich brauche ihn irgendwann mal später selber. Und die Benzinpumpe hier macht ja auch noch einen relativ guten Eindruck. Und das Problem wäre, wenn ich die jetzt eingebaut lasse und das irgendwo in die Ecke lege für die nächsten Jahre, nimmt die auf jeden Fall Schaden. Das Problem ist mir schon mal vor vielen Jahren passiert, die hat ja jetzt schon mal Benzin gesehen. Also eine neue, die man bekommt, die hat vielleicht sogar eine Art Konservierung innen drin. Die hat jetzt schon mal Benzin gesehen, hier dieses, was jetzt gerade so stinkt, dieses neumodische Gemisch, was es heutzutage gibt. Und wer schon mal einen Vergaser zerlegt hat, der eine Weile in der Ecke stand, der weiß, wie das innen drin aussieht, da bilden sich dann Belege, dass die leicht flüchtigen Bestandteile vom Sprit, die verdunsten und der Rest bleibt drin und dann geht der Motor fest. Das quillt regelrecht oft, das zersetzt sich, das ist so ein Lamellenmotor hier drin, da habe ich allerdings derzeit keine echten Bilder dazu, und ja, auch den zerlegen. Eine Option wäre jetzt, man baut nur den Pumpenmotor aus und legt den irgendwo ein, oder man konserviert das irgendwie, das ist die Frage wie. Pumpenmotor ausbauen hätte auch den Nachteil, dass hier diese Kunststoffverbindung ja auch ausgehärtet ist, ob man die dann heil abkriegt und später heil wieder dran, dass alles dicht wird. Oder man baut halt jetzt einen kleinen Tank, praktisch so einen kleinen Spendertank. Ich habe jetzt im Sommer irgendwann vor, einen Motorteststand zu bauen, oder es gibt sowas in der Art schon, wo man mal einen Motor aufspannen kann und den mal Probe laufen kann. Da brauchen wir ja bei den modernen Nivas ab 95 mit Einspritzung auf eine Benzinpumpe. Und damit jetzt der Aufwand nicht ins Uferlose steigt und ich jetzt für die Pumpe hier einen extra maßgeschneiderten Tank anfertige, habe ich hier aus der Asservatenkammer, aus der Zeit, als ich für den Rallye-Niva einen großen Tank konstruieren wollte, gab es noch so eine Idee, man tut einfach einen zweiten Tank zerschneiden und vorne ransetzen. Gab es sogar schon Schweißversuche, lässt sich also gut schweißen. Oder in dem Fall ist das so eine Schweißlötung, also ein normales Schweißgerät, aber es kommt irgendwie ein Lötrad raus. Ist ja egal. Ist eh übrig, hatte ich schon angefangen rumzuschnippeln, habe ich jetzt hier nochmal durchgeschnitten, passt die Benzinpumpe rein, es ist sogar eine Art Füllstutzen da und das wäre dann nochmal recycelt und ich brauche letztendlich nur das hier hinten zuschweißen. Vielleicht noch ganz interessant, hier der Blick ins Innere, diese Wanne hier, die war früher ein bisschen kleiner, weil bei der normalen Entnahme, bei den 1600ern, gab es ja keinen mit Pumpenmotor hier drin. Und die ganz neuen, das ist jetzt hier dieser Euro 4 von dem Tank, den ihr vor uns gesehen habt, der hat die Wanne schon gar nicht mehr. Daher auch hier musste ich diesen Einsatz ein Stück verschieben, weil sonst die Pumpe hier gar nicht reingepasst hätte. Also jetzt so eine neue Pumpe mit diesem neuen Anschluss, mit diesem neueren elektrischen Anschluss, passt nicht in so einen Tank aus Single-Pointer-Zeiten, die ja auch schon die große Einfallöffnung haben. Also da ist mittlerweile an allen Ecken so weit, dass es möglichst nicht passt, dass man möglichst nicht kann mit gebrauchten Teilen, mit Teilen, die man mal gesammelt hat, irgendwas machen, ohne dass man groß ändern muss. Mache ich einfach jetzt zu. Ich glaube, ein Blick in den Tank gab es schon mal, haben wir jetzt mal reingeguckt. Die Wanne praktisch so als Schwallschutz, dass wenn auch bei wenig Kraftstoffstand die Pumpe immer was hat zum Ansaugen hat. Es läuft ja letztendlich, also es wird hier entnommen an dem Sieb. Das Sieb saugt so regelrecht den Sprit an. Ich versuche euch nochmal zu verdeutlichen, wie hier dieses Sieb so das Ansaugen der Pumpe unterstützt. Wenn man mal hier die jetzt einschaltet. Da steht ja hier am Rücklauf, also hier oben ist es ja im Kreis am Rücklauf. Da ist ein bisschen Rest drin. Jetzt tauchen wir die Pumpe so ein bisschen ein und seht ihr schon, ich hoffe ihr seht das, wie das Sieb sich füllt und schon kommt da Treibstoff an, obwohl die Pumpe gar nicht voll im Kraftstoff drin ist. Denn wenn man würde jetzt die Pumpe mal, das Sieb mal abmachen, der Ansaugstutzen sitzt hier in dem Bereich, also nicht hier vorne. Das ist nur so eine Art, hier ist wie so eine Leiter drin, damit das sich nicht zusammenzieht. Und das füllt sich also unheimlich schnell mit Kraftstoff und da bleibt dann auch noch so ein bisschen drin, damit immer die Pumpe was ansaugen kann.
Und da gibt es ein einziges kleines Loch da unten drin, das werdet ihr jetzt nicht sehen, wo praktisch Treibstoff aus dem Hauptfüllraum des Tankes immer noch hier reinlaufen kann. Die, bei den Single Pointern weiß ich, die ziehen den Tank sauber leer. Da ist dann ein halber Liter noch drin, wenn das Auto auf der Geraden stehen bleibt. Bei den neueren, wenigstens die Pumpe reicht, meines Erachtens nicht das Ganze runter. Wenn wir mal jetzt an die Wache erforschen, ich mache das Ding dazu, hoffe, dass es möglichst unkompliziert dicht wird. Und dann habe ich ja schon mal einen Vorrats- und Pumpenkonservierungstank für die Zukunft, wenn dann nochmal ein Motor, Testlaufstand oder was auch immer für Spielereien. Der Winter kommt und der Winter wird lang. Mittlerweile ist einiges an Zeit vergangen. Ich habe das also hier zugeschweißt. Das war genauso aufwendig und schwierig wie bei dem Zusatztank vom Rallye Niva. Die erste Schweißnaht ringsrum ist nicht das Problem. Und dann habe ich hier so ein Stöpsel, das vom Kühler testen, der passt genau hier drauf. Kann ich mit der Luftpumpe hier ein bisschen Druck drauf geben. Hier ist war abgedichtet. Dann kann man hier mit Fettwasser gucken, wo es dann Blasen wirft. Da kann man hier und da mal nachschweißen. Und da sind dann zwei, drei Stellen, die dann, wo man mehrfach ran muss, weil eben dort, wo auch immer, das einfach nicht dicht werden will. Es gibt da bessere Möglichkeiten als ein normales Schutzgas-Schweißgerät. Aber so ist es halt sehr aufwendig. Mittlerweile steht hier schon Kraftstoff drin, so ungefähr hier. Und was mich so freut, es ist wirklich dicht. Also wenn ihr sowas macht, vorsichtig, wenn ja mal Benzin drin war, ist das dann gleich eine kleine Bombe. Am Anfang kann man hier mit Druckluft und so ein bisschen Blubberwasser schauen, wo es Luft raus blubbert. Und wenn man dann mal einen Langzeittest machen will, nehmt Diesel oder Heizöl oder was auch immer und füllt das voll und lasst das mal ein paar Tage stehen. Das fängt dann so an zu schwitzen an den Stellen, wo es nicht dicht ist. Man kann ja auch ganz leicht Druck drauf geben. Der Vorteil von Diesel oder Heizöl ist, das könnt ihr einfach rausschütten und wieder schweißen. Wenn man hier Benzin reintut zum Testen, dann muss man das wieder tagelang ablüften lassen und dann ist es immer so eine Sache, macht's Puff oder macht's nicht Puff. Dummerweise hat hier mein Einkomponenten Tankversiegelungs Harz hat aufgegeben. Ich habe ja im Herbst den Zusatztank gemacht, ja, im Spätsommer, Herbst. Da hat es ja wunderbar funktioniert und habe dann praktisch so die kleinsten Undichtheiten am Zusatztank vom Rallye Niva damit abdichten können. Hier wollte ich es genauso machen, das ist aber hier abgebunden, obwohl es wahrscheinlich war es nicht richtig zu. Und dann musste ich also so lange hier schweißen, bis es dicht wurde. So, jetzt haben wir die Benzinpumpe ein. Ich muss ein bisschen vorsichtig machen, weil der Tank ja wie gesagt schon mit Sprit gefüllt ist. Ich habe hier so einen kleinen Fußrand gemacht, dass er nicht umfällt. Den kann man so also irgendwo hinstellen und dann hier die Benzinpumpe drin lagern. Einbau der Pumpe ist eine simple Sache. Man achtet natürlich darauf, dass hier die Fläche frei von Fremdkörpern ist. Dann gibt es seit neuestem hier so einen Ring, der hat so eine Kerbe. Das ist eine Art Distanzring, den kann man hier einsetzen. So, da kann ich ganz rein aufgrund der Kerbe. Dichtung nimmt man immer neu. Ich glaube, die hat keinen oben und unten. So, machen wir schön vorsichtig. Und dann kann die Pumpe ja nur in eine Richtung eingebaut werden. Und zwar zeigt die Pumpe praktisch im 90-Grad-Winkel weg vom Auslass. Das war ich selber verwirrt. Hier fehlt ein Stück Tank. Also die, hier ist ja eigentlich länger, die Anschlüsse zeigen Richtung Frontscheibe und also zeigt der Pumpenmotor Richtung Tankeinfüllstutzen, anders passt es hier gar nicht rein. Und es gibt auch nur diese eine Stellung, wo das so passt. Man kann also jetzt die Pumpe nicht versetzt einbauen, weil sonst der Schwimmer drinnen nicht mehr sauber funktionieren würde. Mittlerweile sind das hier ganz normale Unterlegscheiben, nur ganz normale Muttern. Früher gab es, als es diesen Plasterring noch nicht gab, hat man investiert und hatte hier Unterlegscheiben mit einer Gummierung in der Mitte, dass praktisch es hier oben nochmal eine zusätzliche Abdichtung gab. Und damals gab es auch Stoppmuttern zum Festschrauben. Mittlerweile schraubt man, vermute ich mal jetzt, praktisch den Deckel auf diesen Kunststoffring drauf, damit das dann praktisch gleichmäßig
fest ist und die Dichtung nicht zu stark oder zu ungleichmäßig festgezogen wird. Und ich mache jetzt hier bloß so fingerfest, ohne große Kraftanstrengung. Jetzt machen wir noch einen abschließenden Test und dann soll das gut sein. So, es ist ein bisschen fummelig, das hier anzuschließen. Die Belegung, das kann man, wenn man das ausgebaut hat, sieht man das plus und minus. In dem Fall hier die mittleren Pins, die äußeren sind Reservelampe und Tankzeiger. Und hier ist beschriftet, die 2 ist plus, die 3 ist minus für diesen neumodischen Stecker. Und die Pumpe läuft. Also ich höre es jetzt, ihr hört es wahrscheinlich nicht. Die pumpt ja jetzt hier ohne Widerstand im Kreis. Und wir haben hier bei 13 Volt. Nehmen wir mal so einen altersschwachen Niva. Also der hat trotzdem fast 2 Ampere Stromaufnahme, die Pumpe. Obwohl sie ja jetzt hier ohne Widerstand arbeitet. Normalerweise drückt die ja gegen ein Druckregelventil vorne an Einspritzventilen. Und erst das, was den Druck überwindet, kommt hier zurück. Und wir können mal gucken, wie weit die Pumpe sich runterregeln lässt. Also bei 6 Volt läuft sie noch. Aber das ist ja ohne Aussage, weil ja jetzt hier der Gegendruck praktisch fehlt. Ich habe jetzt hier das gute Gefühl, dass die Pumpe mir nicht eintrocknet und festgeht. Ab und zu mal kann ich sie einschalten, dann würde ich mir nochmal einen kleinen Stecker basteln und eine Batterie beilegen. Und dann kann die immer mal hier ein bisschen den Sprit im Kreis pumpen. Vielleicht mache ich mir auch nochmal einen Abgang, dass ich gleich für den Rasenmäher dann im Frühjahr ein bisschen Sprit entnehmen kann. So eine Bastelei ohne viel Sinn, aber für das gute Gefühl, dass die Pumpe mit wenig Kilometern hier als Reserve da liegen kann und wenn ich es nochmal brauchen sollte, dass sie auch dann funktioniert. Und wenn ihr hier solche Basteleien macht am Tank, an der Benzinpumpe, achtet immer auf ausreichende Belüftung, damit euch nicht der Kopf dick wird. Und wenn ihr hier solche Schweißereien macht, denkt ein klein bisschen drüber nach, nicht, dass es mal macht und dann eine neue Frisur gibt, die vielleicht so gar nicht geplant war. Es ist nicht ganz ohne, man sollte die Sache keinesfalls unterschätzen. Und so sage ich einfach, macht's gut und freut euch aufs nächste Video.